Atomica 30. Charles, was zur Hölle ist hier unten passiert? Was meinst du genau? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie habe ich das überlebt? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie habe ich überlebt? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du hast auf einmal das Bewusstsein verloren, als hättest du von hinten einen Schlag abbekommen. Da war ich auch außer Gefecht gesetzt. Was war das für ein Monster aus rotem Polymer? Was war das für ein Monster aus rotem Polymer? Das war ein Neuropolymer-Datenspeicher. Ein Datenspeicher? Was speichert er denn? Leichen? Der Boss sagte, er sei ein Tribut an die Verstorbenen. Was hat das mit Daten zu tun? Da wirst du Dr. Sechenov selbst fragen müssen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Professor Sacharow auf genau dieselbe Art gestorben ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Ich dachte immer, dass Polymer harmlos sei. Seufzt, na gut. Na gut. Suche Petrov und kehre so bald wie möglich nach Chelomei zurück. Das wird für alle am besten sein. Charles, dieses Monster. Du weißt schon, das rote Polymer-Ding. Der Datenspeicher. Warum sieht es wie ein Mensch aus? Dr. Sechenovs Idee. Er wollte, dass er sich unabhängig bewegen kann. Wozu soll sich ein Datenspeicher bewegen können? Dann läuft das Monster davon, verirrt sich und seine wichtigen Informationen gehen verloren. Es wird nicht davonlaufen. Es ist Dr. Sechenov gegenüber genauso loyal wie die Ballerina-Zwillinge. Wenn Dr. Sechenov es in die Außenwelt entlässt, bleibt es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme immer in seiner Nähe. Räume den WDH-Komplex-Reiche-Sechenov-Rechenzentrum. Genosse Major, warum sollte es notwendig sein, dass eine Neuropolymer-Substanz, die einen Menschen in Sekunden auflösen kann, sich unabhängig bewegen kann? Schöne Scheiße. Reiche. Ja, gibt einem zu denken. Hey Charles. Wenn Dr. Sechenov seine Zwillinge entsendet, um zum Beispiel Stockhausen zu begleiten, wird er selbst dann von diesem roten Monster bewacht? Das ergibt Sinn. Genosse Stockhausen würde sein Ziel in einer Autofahren, in der es von feindseligen Robotern wimmelt, niemals allein erreichen. Brumm, brumm. Und Sechenov würde niemals unbewacht bleiben. Glaubst du etwa, dass es Leute im Kreml gibt, die auf ihn eifersüchtig sind und... Vorsicht! Der Feind ist in höchster Alarmbereitschaft. Charles, wie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken? Die Anlage befindet sich im Lockdown. Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, ist ein Kommunikationskanal mit der Außenwelt verbunden, der dem Notfallprotokoll nicht untersteht. Die geheime Regierungsleitung. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sechenov, um den Kreml zu kontaktieren. Sonst hat niemand Zugriff darauf. Ja, niemand außer Oma Sina. Was führt Petrov also im Schilde? Ich glaube, er will die zentrale Übertragungsstation überlisten, indem er sich als Dr. Sechenov ausgibt. Dieser Mistkerl. Charles, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Es ist wirklich kompliziert, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Selbst mit der richtigen Verbindungsausrüstung wird Petrov dafür eine Weile brauchen. Und wo findet er außerhalb des Wissenschaftszentrums solche Ausrüstung? Nur an Bord des fliegenden Chelomei-Komplexes. Sonst nirgends? Na geil. Jetzt bist du geliefert, Petrov, du Verräterschwein. Hey Charles, was wird in Sechenovs Zentrum untersucht? Funkwellen, Genosse Major. Es enthält Ausrüstung, mit deren Hilfe Petrov dich entdecken kann. Dann sollten wir lieber leise sein. Ah, Schnauze. Ah, jetzt nerven die ganzen wieder.
Ja, oder von so. Ja, das war was. Major. Nicht so laut. Was willst du jetzt? Warte mal. Du warme Hundsau. Kriegst du nie!